Die brasilianischen Züchter legen sehr großen Wert darauf, die Schönheit der iberischen Vorfahren der Marchadores in der Rasse zu erhalten und auch zu fördern. Die Pferde sollen nicht zu groß sein, also die Hengste dürfen maximal 1,58 sein und die Stuten 1,54. Und die Nasenlinie soll gerade sein und der Kopf keilförmig, das Auge groß, die Ohren in einer normalen Größe, also auch nicht zu lang. Der Widerrist ist gut ausgeprägt und die Rückenlinie lang und muskulös. Der Marchador zeichnet sich durch eine korrekte Hinterhand und markante und trockene Gelenke aus. Die Pferde sind ausgeglichen, die sind aber leistungsbereit, leistungsfreudig, sie machen mit. Der Mangalarga Marchador ist vielseitig einsetzbar, ob in der Working Equitation, bei der Rinderarbeit, im Distanzsport oder in der Dressur. Er macht immer eine gute Figur. Das Besondere an dieser Rasse ist der zusätzliche Gang, die Marcha. Er lässt den Reiter beinahe erschütterungsfrei sitzen. Dabei wird zwischen der Marcha Bacchida und der Marcha Picada unterschieden. Und dann natürlich das Icing of the Cake, die Marcha. Die gibt es als Marcha Bacchida und Marcha Picada. Bei der Bacchida ist es ein gebrochener Trab mit dem Takt brap, 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 brap. Und bei der Picada ist es ein klarer Viertakt, taka, 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 taka. Jeder Mangalarga Marchador hat einen individuellen Marcha. Die Ausführung des Gangs ist oft auch von der Tagesform des Pferdes abhängig. Die Brasilianer wollen eine Kombination aus Coolness und Sensibilität. Und das haben die ganz toll in dieser Rasse auch vereint. Und ich sehe eine große Zukunft für diese Pferderasse, weil sie alles mitbringt für den optimalen Partner-Freizeitpferd.